Hallo zusammen, hier ist wieder Tilla und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute mal wieder so ein kleines Kistenopening präsentieren. Wir wollen nämlich einmal den Great Vault öffnen. Und ja, diesmal müsste das erste Mal quasi aus der vierten Season der Loot drin sein. Ich war ziemlich fleißig letzte Woche. Ich glaube, ich habe noch nie so viel M+ gespielt. Und zwar habe ich irgendwie, ich kann es euch nicht genau sagen, aber irgendwie zwischen 15 und 20 M+ Keys gemacht. Teilweise random, manche mit der Gilde. Und ja, also habe auch schon einiges an Keys gemacht. Die Woche jetzt noch gar nichts. Da kommt jetzt wahrscheinlich dann noch ordentlich Score dazu. Also das ist alles hier nur quasi mit Boss-Buff. Und ja, alle Instanzen mal durch. Ich habe sogar auch einen 20er getimed. Und dementsprechend müssten wir auch einen 20er Key einmal rauskriegen. Zusätzlich war ich tatsächlich auch im Raid drin. Und bin mit so einer Gildengruppe mitgelaufen. Sind wir einmal HC durchgepaced. Ich habe da Katze gespielt, so mehr oder minder gut, weil die keinen Tank gebraucht haben. Aber ich hatte ein bisschen Glück und unter anderem auch vom Endboss die HC-Waffe bekommen, die halt ein Stück noch mit dem Item-Level höher ist. Und da ist dann halt dementsprechend hier relativ gut Versa drauf. Also da kann ich mir jetzt auch nicht unbedingt beschweren. So, ich würde sagen, wir gucken mal rein. Heißt, wir müssten jetzt 6 komplette Slots haben. Einmal haben wir die Raid-Slots und die M-Plus-Slots. Also ihr seht, 6 Slots haben wir. Die Raid-Slots sind wahrscheinlich jetzt nicht so prickelnd. Ja gut, weil das ist halt in Anführungszeichen nur 2 91er Item-Level. Ne? Man hätte jetzt hier zwar einen Gürtel mit Versa und einem Sockel-Slot drauf, aber Gürtel habe ich schon 2 91. Also es ist, glaube ich, RIP. Der Ring ist natürlich schon sweet. Der hat zwar jetzt nicht Max Versa drauf, das wäre natürlich wesentlich besser, sondern halt eher Mastery. Aber er hat natürlich noch ein Tertiär-Stat, ne? Movement Speed ist nicht schlecht. Dann ist hier einmal ein Umhang. Was hat denn der? Der hat einen Extra-Effekt drauf. Wenn ihr Feuerschaden leidet, wird eure Geschwindigkeit 3 Sekunden lang 120 erhöht. Kann nur alle... Ja gut, okay, das ist eigentlich Crap, ne? Also, die Zusatzfähigkeit. Dann haben wir Schultern. Hat halt auch kein Versa drauf, ne? Also, ich brauche halt Versa-Sachen. Gut, Schultern bastelt man eh um zu den Set-Teilen. Also, theoretisch könnte ich die Schultern nehmen, weil ich mache das ja eh zum Set-Item. Ich habe jetzt schon 291er. Weiß ich nicht. Also wahrscheinlich, was ich langfristig trage, wären wahrscheinlich die Schultern, wenn wir ehrlich sind. Ich könnte mir die Schultern nehmen, die umwandeln, dann hätte ich schon mal Max Set. Oder ich nehme den Ring, da ist zwar jetzt kein Max Versa drauf. Also ich verliere da schon ein bisschen was an Versa, wenn wir ehrlich sind. Aber ich hätte halt einen Tertiär-Stat noch drauf, ne? Und das wäre auch Item-Level-technisch, beziehungsweise Overall-Stat-technisch wahrscheinlich das Beste. Ich glaube, ich nehme den Ring, wenn ich ehrlich bin. Weil auf dem... Da habe ich da Versa drauf. Nee, auf den Set-Dingern habe ich auch keinen Versa. Ich habe mir gerade geschrieben, Max-Set ist 311, wenn du Mythic Raid machst. Stimmt, das gibt noch ein höheres Item-Level, ne? Aber ist das auch an Schultern? Ah, wobei, ne? Das ist ja aus allen 3 Raids, ne? Bin ich jetzt gerade im Überlegen. Du kannst ja theoretisch von Nasria, wenn du von den Endbossen eine Schulter kriegst. Ja, klar. Da kannst du dann eine höhere kriegen. Das ist richtig. Das habe ich jetzt noch gar nicht bedacht gehabt. Stimmt, da gibt es ja dann quasi eine höhere. Ah, ja. Wahrscheinlich kriegst du alle Set-Teile höher, ne? Weil das sind ja immer die letzten beiden Bosse. Hier sind auch Schultern theoretisch dabei. Eine Hose. Brust. Mausoleum von den letzten beiden. Was kriegst du hier raus? Ja, gut. Stimmt natürlich, ne? Ja, komm, scheiß drauf, ich nehme den Ring. Der wird wahrscheinlich tatsächlich am besten jetzt sein. Ich hätte zwar lieber einen gehabt mit Max Versa, aber es hilft natürlich nichts. So, wir müssen jetzt einen 20er Key kriegen. Mal gucken, was ich bekomme. Gucken wir mal. Ich habe ein unseres Karasan bekommen. Oh boy. Unteres Karasan. Jetzt muss ich mal gucken, wie viel Versa ich verliere. Weil ich habe so ein bisschen das Problem, dass ich zwar einige Items schon bekommen habe,
aber halt blöderweise viele Universen. Ich habe auch einen von den Ringen aus Mechagon. Da habe ich aber so ein bisschen das Problem, dass ich halt auch keinen Versa drauf habe. Ne? Und ich versuche halt zumindest ein bisschen Versa zu behalten. So, dala. Also, dann basteln wir da jetzt einmal ein bisschen Dings drauf, ein bisschen Versa, dass wir es vergleichen können. Gegenstandsverbesserung, wo haben wir es? Ring brauchen wir, Finger. Dann brauchen wir Versa. 100 Gold, ne? Also ist jetzt nicht viel, aber teilweise hast du die für 20 Gold gekriegt, die Verzauberung. Ist schon ein bisschen hochgegangen. Ja, es wäre natürlich jetzt besser gewesen, wenn es ein absolutes Biss-Item gewesen wäre, aber ist okay, ne? Also der Ring ist okay, hat zumindest ein bisschen Versa drauf. So, jetzt tauschen wir den mal um. Ich bin jetzt bei 27, wenn ich den anziehe, das droppt mich natürlich schon ordentlich runter. Bei, ich glaube, ich tausche lieber den anderen um, weil der hat weniger drauf, ne? Der hat zwar auch noch Movement Speed, bin ich zumindest bei 25,5, aber ich habe halt einen Haufen mehr Stats, ne? Ein Haufen mehr Life ist halt auch drauf. Ja, also ich denke mal, overall ist der besser, obwohl ich dann einen Ticken weniger Versa habe. Gut, damit sind wir dann auch schon durch. Jetzt sind wir Item-Level technisch auf 287, je nachdem, was ich halt anlege. Ich habe, wie gesagt, noch ein paar andere Sachen. Ich habe auch hier diesen Hals von Karasan, der noch ein bisschen extra Damage macht, auch mit dem Sockel, aber der hat halt auch wieder keinen Versa drauf, ne? Und ein paar Trinket-Geschichten, die ich noch bekommen habe, also da ist tatsächlich noch das ein oder andere Item am Start. Gut, das war es jetzt eigentlich soweit mit dem kleinen Opening. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so bekommen habt und dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, im nächsten Opening-Video wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.